Dichter Rauch liegt über dem Campingplatz im hessischen Hosenfeld, aber keine Bratwürste und Steaks brutzeln da auf dem Grillrost, sondern es brennen gleich mehrere Wohnwagen, Traktoren und ein Kleinbus. Alles nur Zufall? Offenbar nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Meterhohe Flammen mitten in der Campingplatz-Idylle von Hosenfeld bei Fulda. Gegen 2 Uhr nachts geht der Notruf bei der Feuerwehr ein. Es brennt an 4 Stellen gleichzeitig. Mehrere Wohnwagen, ein Radlader, 2 Traktoren und ein VW-Bus haben Feuer gefangen. Mit 30 Einsatzkräften rückt die Feuerwehr aus, um den Großbrand zu löschen. Nur knapp bewahren sie den Platz vor einer größeren Katastrophe. Ein Traktor stand ganz nah an einem Gastank und neben dem Gastank ist auch das Gaslager des Campingplatzes und wie gesagt, der Kleinbus stand unmittelbar an einem Wirtschaftsgebäude, das hier für die Campingbenutzung gebraucht wird. Ein weiterer Brandsatz, der in das Hauptgebäude geworfen wurde, konnte zum Glück keinen Schaden anrichten. Und es ist nicht das erste Mal, dass es hier brennt. Erst vor wenigen Wochen wurde der Wohnwagen von Josef Gilbert angezündet, während er darin schlief. Gerade noch rechtzeitig bemerkte er den Brand. Letzte Nacht waren die Ereignisse sofort wieder präsent. Das war ja ein Schreck. Es geht durch Mark und Bein. Ich lag im Bett und hab geschlafen und da klopfte der so gegen die Tür. Es brennt, da hab ich nur gesagt, nicht schon wieder bei mir. Josef Gilbert weiß von Streitigkeiten mit einem ehemaligen Camper zu berichten. Aber noch gibt es keine konkreten Hinweise. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie geht von Brandstiftung aus. Der Sachschaden liegt im 5-stelligen Bereich.